herzlich willkommen zur Stocksport-Bundesliga 2018. Spitzensport vom Feinsten. Es gilt das Motto Road to Passau. Stocksport geht neue Wege. Präsentiert vom BEV. Die Sommerbundesliga 2018. Herzlich willkommen bei Allround TV und Sport vor Ort. Wir suchen den Champion der Bundesliga im Stocksport auf Sommerbahnen und das wird ausgetragen in einem Final Four in Passau-Neustift. Wer wird der neue Champion? Wer wird der Bundesligameister? Wer kann den Pott in die Höhe retten? Sie erfahren das am kommenden Samstag, den 7.7. ab 10 Uhr Vormittag, entweder live in der Halle oder natürlich bei Allround TV auf der Facebook-Seite. Wer wird der Champion? Passau-Neustift, Peiting, Hartpenning oder Eiterhofen? Die Entscheidung live und in voller Länge bei Allround TV. Wir bedanken uns ganz herzlich bei folgenden Sponsoren: Balu Eisstöcke, Blau Consulting Interim Management, der Firma Ebra Eisstöcke, Eisstock 24, bei der Firma Like Eis und Meierwalzen. Wir bedanken uns bei MF Invest und bei Probatum Sun. Starke Partner für eine starke Liga. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen zurück hier in Passau-Neustift. Wir kommen jetzt zur Auslosung Bundesliga Süd Herren Sommer 2019, also sprich für die nächste Saison. Darf man vorher noch ein paar Damen begrüßen, und zwar zwei Weltmeisterinnen haben wir gleich zu Gast hier. Also erstmal die Julia, hallo, servus. Servus. Und die Verena, grüß dich. Grüß dich. So, und das sind unsere Glücksfeen. Wir wollen aber vorher noch den Modus erklären. Alice Bosel, es ist so wie folgt: Die vier, die im Final Four waren, sind im ersten Topf, der ist gelb. Dann kommt der blaue Topf, das sind die Zweitplatzierten aus den Gruppen. Platzierung 5 bis 8 aus der Tabelle. Okay, dann kommen wir zum Topf 3, das sind die Platzierungen 9 bis 12. Und dann haben wir noch die Aufsteiger 13 bis 16. Das heißt, im Topf Nummer 1, und da werden jetzt immer der Reihe nach A, B, C, D, die Gruppen dazu gelost. Wir beginnen mit den Gruppenköpfen, und im Topf Nummer 1 ist der EC Passau Neustift, TSV Hartpenning, EC Ebra Eiterhofen und der TSV Peiting. Dann darf die erste zu ziehen beginnen für die Gruppe A, der Gruppenkopf. So, Mikrofon. Der TSV Hartpenning. Also, Gruppenkopf, Gruppe A, TSV Hartpenning. Dann darf die nächste ziehen. Das ist jetzt der Gruppenkopf für die Gruppe B. Der EC Passau Neustift. EC Passau Neustift, Gruppenkopf, Gruppe B. Dann brauchen wir einen Gruppenkopf in der Gruppe C. Der EC Ebra Eiterhofen. EC Ebra Eiterhofen ist Gruppe C, der Gruppenkopf. Und wenn jetzt alles richtig ist, dürfte nur noch einer drin sein. Schauen wir mal. Und zwar der TSV Peiting, wenn er alles richtig gemacht hat, der Herr Bosel. Schön wäre, wenn jetzt Jimmy Wien drin wäre. Na, schmal. TSV Peiting. Der TSV Peiting. Jawohl, er hat alles richtig gemacht. Also die Gruppenköpfe stehen fest. Gruppe A, TSV Hartpenning. Gruppe B, Passau Neustift. Gruppe C, Ebra Eiterhofen. Und Gruppe D, TSV Peiting. Wir kommen zu den blauen Kugeln. Das sind eben jetzt die Platzierungen dahinter. Und da haben wir jetzt im Topf EC Lampuding, FC Ottenzell, EC Hauzenberg und EC DJK Eigen am Inn. Und die Verena beginnt. Wer kommt zum TSV Hartpenning in die Gruppe A? Der EC Hauzenberg. EC Hauzenberg ist in der Gruppe A als Zweiter. Julia, darfst ziehen. Hat er viel Kinderüberraschungen essen müssen, der Herr Bosel. Der EC DJK Eigen.
Also in die Gruppe B kommt als Zweiter zu Passau Neustift der EC DJK Eigen am Inn. Gut, der Nächste. Wir kommen zum Gruppenzweiten in der Gruppe C. Also wer kommt als Zweiter in die Gruppe? Der FC Ottenzell. FC Ottenzell kommt zu EC Ebra Eiterhofen in die Gruppe C. Und dann müsste in der Gruppe D nur Lampoding sein, wenn alles richtig läuft. Sollte so sein. Der EC Lampoding. Also, Gruppe A. Momentan hat Penning, Hauzenberg, Gruppe B, Passau Neustift gegen Eigen am Inn. Dann Eiterhofen und Ottenzell in der Gruppe C und Gruppe D ist Peiting und Lampoding. Wir kommen zu den nächsten Platzierten. Das sind die Platzierten 9 bis 12. Und es darf wieder gezogen werden und die Verena beginnt. In dem Topf ist Penzing, Pilsting, Mühlhausen und Aham. EC Pilsting. EC Pilsting kommt in die Gruppe A zu Hart Penning und Hauzenberg. Gruppe B, die Julia. Der SV Mühlhausen. SV Mühlhausen mit Passau Neustift und Eigen am Inn. Und SV Mühlhausen an Nummer 3. Nein, das ist B3. So, wir kommen zur Gruppe C. Verena hat gezogen. Der FC Penzing. FC Penzing kommt dazu zu Ottenzell und Ebra Eiterhofen. Der Dritte in Gruppe C. Und Gruppe D müsste dann noch der ESC Aham sein. So sollte es sein. Der ESC Aham. Also, da haben wir dann schon wieder eine Begegnung, die gab es heuer auch, nämlich Lampoding und Aham und Peiting in einer Gruppe. Dann gehen wir in den Top 4, Platzierungen 13 bis 16, das sind die ganzen Aufsteiger. Schön mischen, da ist jetzt drin EC Gerabach, SC Zell, der SV Oberbergkirchen und die Spielvereinigung Oberkreuzberg. Wenn die Verena jetzt Oberbergkirchen zieht, dann hat es ein fades Geschmäckle. Schauen wir mal. Der EC Gerabach. Der EC Gerabach kommt zu Hart Penning, Hauzenberg und Pilsting. Sind alles jetzt Aufsteiger und jetzt die Julia. Vielleicht sieht Julia ja den SV Oberbergkirchen. Der SC Zell. SC Zell. Ist mit Passau, Eigen am Inn und Mühlhausen in einer Gruppe. Jetzt oder? Die Spielvereinigung Oberkreuzberg. Also Spielvereinigung Oberkreuzberg, alles hat seine Richtigkeit, ist der Vierte in der Gruppe C. Und jetzt müsste in der Gruppe D zu Peiting, Lampoding und Aham der SV Oberbergkirchen kommen. Und das ist interessant, Lampoding, Aham und Oberbergkirchen, keine 50 Kilometer auseinander. Der SV Oberbergkirchen. Und genau so ist es und somit stehen die Gruppen fest. Für die Bundesliga-Saison Süd, also optimale Gruppe für Oberbergkirchen von den Fahrstrecken her, kann man sagen. Schauen wir mal, Gruppe A, Hart Penning, Hauzenberg, Pilsting, Gerabach, Gruppe B, Passau Neustift, EC DJK Eigen am Inn, SV Mühlhausen und der SC Zell, Gruppe C, Ebra Eiterhofen, FC Ottenzell, FC Penzing und Oberschneidsberg,
Obergreizberg, Entschuldigung. Und Gruppe D, der TSV Peiting, EC Lampfering, der ESC Aham und der SV Oberbergkirchen. Gut gelaufen. Sehr gut gelaufen. Ich denke, die Mannschaften können alle zufrieden sein. Ich glaube auch. Dankeschön, Julia. Hat Spaß gemacht? Ja. Gut, dir auch? Ja. Wunderbar. Dann danke ich ganz herzlich allen Beteiligten. Vielen Dank an die Losfeno. Ihr habt super gezogen. Danke. Auf alle Fälle spannend gezogen. Das war die Auslosung zur Bundesliga Süd Herren Sommer 2019. Und damit Rückpass ins Studio.